Das war eine Hiobsbotschaft vor 1,5 Jahren für viele, die bei Dillinger und Saarstahl arbeiten. 1000 Jobs sollten ausgelagert werden, aber jetzt sieht es so aus, als würde sich was tun. Nach langen und zähen Verhandlungen will Dillinger offenbar zumindest 450 Arbeitsplätze erhalten. Gestern Abend war Betriebsversammlung, viele Betroffene sind erleichtert, aber das Unternehmen hat auch ein paar Forderungen. Lars Ohlinger berichtet. Michael Fischer hat endlich gute Nachrichten. Schon den ganzen Tag erklärt der Betriebsratsvorsitzende von Dillinger, dass 450 Jobs wohl doch nicht ausgelagert werden. Und wie das funktioniert. 100 Arbeitsplätze sollen über Altersteilzeit abgebaut werden. Und 350 Beschäftigte behalten ihren Job, bezahlt nach dem Stahltarif. Der Vorstand hat natürlich eine Bedingung an diesen Verzicht auf Outsourcing geknüpft. Und zwar eine erhöhte Flexibilität. Dort sind wir jetzt im Prinzip nach dieser Entscheidung, sind wir jetzt in den Verhandlungen um Betriebsvereinbarungen, zum einen um das Teil Arbeitszeitkonten. Dann werden die Flexibilisierungsinstrumente, das ist ein Werkzeugkasten mit 10, 15 Flexibilisierungsinstrumenten, die werden wir in die richtige Reihenfolge bringen und auf die Betriebe maßschneidern, sodass die Flexibilität dort auch möglich ist. Verhandelt wird über Wochenend- und Ferienarbeit, aber auch über Zusatz- und Freischichten sowie Leiharbeit. Damit sollen wie geplant die Kosten bei Saarstahl und Dillinger gesenkt werden. 100 Millionen Euro sollen so zusammenkommen. Der Betriebsrat glaubt, das sei zu schaffen. Die gute Nachricht kommt bei den Beschäftigten an. Vorher ist auf jeden Fall alle Sorgen verflogen. Bei letzten Monaten war wirklich hardcore. Du wusstest halt nicht, wo die Reise hingeht. Die Leute waren halt alle nervös, mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gekommen und haben jeden Tag Fragen gestellt, wie geht's weiter? Aber auf einmal haben wir halt die Nachricht bekommen, Outsourcing fällt auf jeden Fall vom Tisch. Ja, da wurden auf jeden Fall schon mal ein paar Flaschen geöffnet. Wir sind jetzt sehr erleichtert, dass wir auf unserem Arbeitsplatz bleiben können. Und das Weitere muss man sehen, ne, was jetzt passiert, wie die Flexibilisierung aussieht. Auch bei Saarstahl verhandeln Geschäftsleitung und Betriebsrat über solche Sparmaßnahmen. Der Betriebsrat von Dillinger rechnet damit, dass bis zum 31. Oktober alle Maßnahmen beschlossen sind.